Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein Fullface Nabla schminken und ja, im Fokus steht für mich einfach das neueste Produkt, was Nabla auf den Markt gebracht hat, und zwar ist es der Primer Angel Aura Radiant Plumping Serum Primer. Den gibt es jetzt auch bei Purish und deswegen mache ich dieses Video. Und wenn du Bock drauf hast, dieses Gesicht ein bisschen repräsentativer zu gestalten, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin wirklich gespannt, was hier das so macht, ne? Weil ich habe das bei Maxim im Video schon gesehen, das sah sehr, sehr gut aus. Und der soll so 1000 Milliarden schöne Sachen machen, also sowohl Serum als auch Primer. Ich habe das, also den Primer und auch ein paar von den Produkten von Purish zugeschickt bekommen. Das ist ein Kooperationspartner von mir und ein wundervoller Online-Shop, wo man halt auch echt Nabla-Produkte bekommt, aber auch super viele andere Sachen. Oder andere Marken, die wir so nicht easy peasy auf dem deutschen Markt bekommen. Ich habe dazu auch die Links unten in der Infobox drin. Und auf Nabla gilt aktuell auch mein 15% Rabattcode claudiswelt15 und ist affiliated, sodass ich da auch eine kleine Provision dran verdiene. Aber ja, also gilt auf alles von Nabla, außer auf den Primer. Das ist immer so dieses kleine Aber. Aber ich bin sehr gespannt, was der so drauf hat. Also das Packaging ist schon mal schön. Wir haben hier einfach so ein mattes Verpackungsdesign. Das sieht sehr hübsch aus, ne? So ein bisschen wie der Himmel. Und ja, mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Aber das ist natürlich nicht das, was man jetzt das Leben lang, sage ich mal, oder ein Produkt Leben lang bei sich im Schrank stehen hat. Sondern das ist das hier. Und beim ersten Mal habe ich mir gedacht, also als ich den gesehen habe, holla die Waldfee. Ich habe keine Ahnung, ob das in meinem Gesicht was wird, weil ich bin ja so eine super, super helle Haut, ne? Also trockene, sensible, helle Haut. Und dann sowas, was extrem viel Glow gibt. Mal schauen. Ich kann den ja schon mal durchschütteln. Also den gibt es natürlich in dieser einen Farbe hier. Und ja, also Plumping und so und Radiant und hast du nicht gesehen? Also richtig viel, was das alle machen soll. Ja, ich kann euch auch mal einblenden, was das alle machen soll. Hat mich auf jeden Fall umgehauen. Also wirklich so Skincare-Ingredients soll das auch mit drin haben. Wir haben einen Pumpspender, was ich persönlich ganz gut finde. 30 Milliliter und eine Glasflasche ist das, ne? Gebe ich mir mal zwei Pumphüber auf. Oh, ja. Hat so ein Peach-kupfernen Glow mit dabei. Ist sehr runny, also das ist sehr flüssig. Sieht echt sehr, sehr interessant aus. Ganz leichte Duftgeschichte. Aber eher so frisch. Okay, und dann gebe ich ihn mal hier auf meine Gesichtshälfte auf. Es fühlt sich erst ein bisschen an wie wirklich ein Serum, ne? Wo wir auch einen hohen Ölanteil drin haben. Aber Gott sei Dank ist er auf meiner Haut nicht so dunkel, wie ich das jetzt zunächst angenommen hatte. Ah, und das ist interessant, der wird dann auch recht schnell, dass er anzieht, ne? Also dass er dann auch eintrocknet. Das ist krass. Mhm. Auf den Fingern sehen wir, dass wir da auch jetzt nicht irgendwelche Rückstände oder so von haben. Es sieht einfach nur alles gesund aus. Dann kommt die andere Seite jetzt natürlich auch dran. Ausgleichende Gerechtigkeit, ne? Meine Sorge bei solchen Primern, die dann auch recht schnell anziehen, ist immer, dass sie irgendwann so zu Würstchenbildung neigen. Habe ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Sieht alles soweit so gut aus. Und jetzt kommen natürlich noch ein paar Produkte drüber, die wir schon kennen und die wir schon lieben. Zuallererst Skin Realist, richtig geiles Produkt. Ist ja eigentlich eher wie so eine BB-Cream oder CC-Cream gedacht gewesen. Macht also Beautifying Tinted Balm, habe ich in der Farbe 1. Ist total genial, also ich liebe es. Und den trage ich immer so ganz entspannt. Ein so ein Pump-Hub pro Seite auf. Zack, und dann nehme ich mir den Foundation Brush, um das in meinem Gesicht zu verteilen. Ein angefeuchtetes Schwämmchen, um das Ganze noch intensiver in die Haut einzuarbeiten. Mann! Bei dieser Foundation wird mir auch der Primer nichts vormachen können, weil ich die jeden Tag im Prinzip in Anwendung habe. Ne? Also die steht hier auf meinem Tisch auch drauf, dass immer, wenn ich jetzt kein explizites Schminkvideo drehe, dass ich da auch immer zugreife, weil ich die sehr, sehr gerne mag. Also verbindet sich gut miteinander, funktioniert auch gut miteinander, gibt nochmal einen extra schönen Glow mit dabei. Ich muss aber sagen, dass wenn ich jetzt auch so mit dem Schwämmchen drüber gehe, habe ich mehr dieses, ne? Also normalerweise ist es nicht so,
mäßig, aber irgendwie ganz angenehm, weil ich habe eine trockene Haut und dann kann es eigentlich ganz gut meine Haut gebrauchen, etwas mehr zu haben, etwas mehr Feuchtigkeit zu haben. Ne? Und das wird ja auch nachher eh noch abgepudert. Sieht schön aus. Wirklich. Ist nirgendwo Poren- oder faltentechnisch komisch reingerutscht. Mag ich. Den habe ich letztes Jahr schon einmal leer gemacht, aber in der Farbe Porcelain. Das ist jetzt die Farbe Light Ivory, der Regeneration Concealer. Da habe ich jetzt einmal Nachschub bekommen. Mag ich auch sehr, sehr gerne leiden. Ist letztes Jahr neu rausgekommen. Sieht wunderschön aus. Und ja, ich habe den jetzt einfach eine Nuance dunkler bestellt. Weil Porcelain war mir dann doch irgendwie ein ganz kleines Tickchen zu graustichig, zu hell tatsächlich für mich. Da oben kommt dann aus dem Schwämmchen das Produkt raus. Dann gebe ich mir das unter meine Augen. Und halt auch noch auf die ein oder andere Stelle, wo ich jetzt aktuell eine Unreinheit habe. Das ist hormonell bedingt einfach sowieso ein bisschen mehr zur Zeit bei mir. Das wisst ihr ja, ne? Yep, die Farbe passt bei mir auf jeden Fall besser als Porcelain, weil das etwas natürlicher aussieht, ne? Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du schon mal Nabla-Produkte ausgetestet hast und was da so deine Lieblingsprodukte sind, aber vielleicht auch, welches Produkt von Nabla dir so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Mensch, 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 die Farbe passt mir einfach so viel besser und das sieht irgendwie auch echt fresh und gut aus. Dann ist letztes Jahr noch ein weiteres Produkt rausgekommen, was auch in meinem täglichen Schminkkit ist. Und zwar Two Reasons, diese Blush-Geschichte, habe ich in der Farbe Soft Nude und da verwende ich dann auch den Blush die ganze Zeit. Ich muss gestehen, dass ich diesen Gedönsen hier schwer aufkriege, dass ich diesen bormigen, hellen Ton eher wenig verwende. Also wenn, dann gehe ich dann mit dem Finger so ein bisschen durch, um das dann auf den Lippen zu verteilen. Aber ja, eigentlich greife ich da eher weniger zu, weil das ist halt auch einfach durchsichtig, ne? Und ich mag dann halt wirklich lieber einen glowigen Highlighter und greife da nicht so ultramäßig zu. Aber zu dem Blush greife ich sehr gerne und ich sehe gerade, da ist ein Haar drin. Wie ist das denn da reingekommen? Ach, das ist ein Pinselhaar. Ja, wer ahnt das denn, ne? Okay, dann nehme ich dann auch immer den Foundation Buffer. Den mache ich dann am Handtuch neben mir ein bisschen sauber. Gehe dann auch immer ganz gut hier so durch, ne? Also nicht sparsam sein und stempel mir das dann hier einfach auf. Könnte man dann theoretisch einfach abpudern und fertig ist die Laube, ne? Ich mache das halt so, dass ich nachher noch einen Puderblush auch drüber gebe, einfach weil ich das gerne intensiviere. Wenn ich das jetzt so im normalen Alltag habe, wo ich jetzt nicht noch die Kamera anmache und 5 Milliarden Lichter da sind, reicht das so? Brauche ich nicht noch irgendwie einen weiteren Blush quasi drüber geben? Aber die ganzen Lampen und die Kamera, die schlucken halt sehr viel Farbe, vor allem Blush und Highlighter wird immer viel geschluckt, sodass ich da dann, damit ihr was davon sehen könnt, noch ein bisschen nachlegen werde. Ja, aber so ist schon mal die eine Seite geblusht. Und sieht sehr fresh und gepasht aus. Als nächstes habe ich hier ein Produkt, was ich noch nie hier hatte. Und zwar ist es dieses Loose Close-Up Powder. Das Press Powder habe ich da, das habe ich auch hier, das werden wir auch gleich verwenden. Aber für unter meinen Augen zum Setten möchte ich gerne das Lose verwenden. Da bin ich gerade mal gespannt, wie das so ist. Soll ja so mega geil sein. Erinnert mich ein bisschen von der Verpackung her. Ich weiß nicht, diese Harry Potter Frösche. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Die Schokofrösche? Sehr geil. Genau, also hier haben wir dann einmal das Puderprodukt. Dann drehe ich den Deckel einmal ab. Und es ist noch original verschlossen, ihr seht es auch, ne? Sieht auf jeden Fall von der Farbe her richtig angenehm aus. Also sehr neutral, ne? Translucent. So, wie ist er denn hier von der Feinheit her? Sehr fein. Oh, das mag ich gerne leiden. Das fühlt sich total schön zwischen den Fingern an. Und das nehme ich mir gerne mit meinem Schwämmchen auf. Ditch da so ein bisschen drin rum. Und das kommt dann einmal unter meine Augen, um den Concealer so ein bisschen zu setten, ne? Und auch über meine Augen. Oh, ist das geil. Oh, wow. Mag ich. Mag ich. Falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, Leute, zieht euch das rein. Da könnt ihr jetzt ja auch 15% drauf sparen, ne? Mit Claudis Welt 15. Wow. Warum habe ich das nicht schon viel, viel eher mir mal gegönnt? Das sieht echt gut aus. Voll weich gezeichnet. Das sieht richtig gut aus. Für weitere Stellen in meinem Gesicht verwende ich jetzt mal diesen Precision Powder Brush. Der ist nämlich auch hier. Ich habe die ganzen Pinsel nämlich jetzt auch zugeschickt bekommen, ne? Dass wir so ein bisschen auch mal durch die Pinsel durchschauen können. Das Schwämmchen ist gerade leider in der Wäsche, sonst hätte ich das auch noch verwendet. Den kann man auf jeden Fall gut verwenden, um hier so
zwischen dem Nasengedönsen. Sieht jetzt ein bisschen verrückt aus, ne? Ein bisschen Puder aufzutragen, hätte man auch für unter den Augen, oh ja, richtig schön verwenden können. Ja, aber das ist so spitz nach oben gehend, ne? Da kommen sie halt gut in so feine Geschichten mit rein, das mag ich. Mag ich auf jeden Fall gerne leiden, das rosa Puder. Und jetzt habe ich hier dieses ganz klassische, was ich einfach liebe, das Close-Up Smoothing Press Powder in Light. Das habe ich auch schon eine ganze Weile in Verwendung, mag ich wirklich gerne leiden. Und dann nehme ich den Big Powder Brush für. Ich teste heute einfach auch mal die ganzen Pinsel durch, ihr seht's, ne? Und ja, damit pudere ich jetzt mein komplettes Gesicht einmal ab. Doch auch das, ne? Also zum einen ein geiles Puder, ihr seht's, ne? Ich habe hier so einen Weichzeichner jetzt über dem Gesicht quasi drüber. Aber auch der Pinsel, den mag ich gerne leiden, weil der ist schon relativ fest gebunden, aber jetzt nicht zu fest. Also der ist auch von der Textur oder von der Struktur vielmehr der Pinselhaare sehr angenehm, ne? Es geht so ein bisschen hier so zusammen. Dadurch kann man aber so sehr schön das Puder auftragen. Man kann es aber auch schön verblenden und das werden wir gleich beim Bronzer auch ausprobieren. Das Puder sowieso schön, da muss man halt einfach für sich entscheiden, was mag man lieber, ein gepresstes Puder oder halt ein loses Puder. Ich mag beides sehr, sehr gerne und bin froh, dass ich beides hier habe. Natürlich ist jetzt so ein bisschen mein Gesicht sehr, sehr matt geworden, ne? Aber es wird auch gleich, die natürlichen Öle der Haut werden wieder durchkommen, werden sich mit den ganzen Produkten so verbinden. Später sowieso, wenn ich auch noch ein Setting Spray oder so verwende. Das heißt, da wird der Primer auch wieder ein bisschen scheinen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so sieht das alles schon mal sehr smooth und sehr schön aus. Und jetzt gehen wir zu diesen mega geilen Produkten. Da habe ich jetzt einmal den Bronzer. Skin Bronzing in der Farbe Ambra. Ein sehr, sehr schöner Bronzer. Und den möchte ich gerne auftragen mit dem powderdicken Moped-Viech, was wir eben schon hatten. Und ja, wärme mein Gesicht so ein bisschen auf. Ihr seht, ne, ich trage den auf und man hat nicht direkt diesen Boom-Effekt. Das ist etwas, was man halt wirklich aufbauen müsste. Ne? Das ist ein ganz schöner, sanfter Bronzer, den ich super gerne verwende. So mag ich Bronzer einfach richtig gerne, muss ich wirklich gestehen. Ne? Das ist halt so, wie ich es einfach gerne auftrage, weil ich bin halt selber so blass und dann ist es halt sinnvoll, wenn man einen Bronzer verwendet, der sich halt auch so schön anschmiegt und so passend ist und nicht so super künstlich aussieht. Und bei der Farbe Ambra habe ich auch so ein ganz kleines bisschen eine kühle Geschichte dabei. Das heißt, ich kann den auch schön mit als Kontur unterstützend verwenden. Ich verwende ja keine separate Kontur, sondern habe dann meinen Bronzer als Bronzer und Contouring-Produkt. Und das funktioniert hier einfach richtig schön und gibt dem Gesicht halt einfach so ein bisschen mehr Dimension wieder. Und ich mag es halt gerne leiden. Ja, und dann habe ich hier noch einen Blush, der ist auch so schön in der Farbe Lola. Ich habe verschiedene Farben von den Blushes und das hier ist jetzt eine echt frische, schöne Frühlingsfarbe. Und den möchte ich mir gerne auftragen mit diesem Pinsel. Das ist der Cheek Shader. Das passt dann natürlich auch dazu. Könnte man natürlich auch für den Bronzer verwenden, wie man halt möchte, ne? Und ja, auch da nehme ich was auf. Wir haben hier auch wieder Glow im Produkt drin. Das heißt, ja, das lässt die Haut auch wieder strahlen, aber nicht glitzern. Das ist mir auch immer super wichtig. Und den, ja, sieht man das in der Kamera so? Das sieht einfach schön aus, finde ich. Also ich muss nicht viel machen. Der verblendet sich von alleine und der macht halt irgendwie, dass er, der sieht nicht so aus, als hätte ich mir so einen dicken Blush aufgegeben, sondern er macht, dass die Haut so aussieht, als würde sie von alleine errötet sein. Seht ihr das? Und das finde ich halt so schön an dem Skin Glazing, ne? Und weil wir natürlich noch einen Pinsel haben und noch ein Produkt fürs Gesicht, möchte ich mir natürlich noch den Highlighter aufgeben. Und ich habe hier den Highlighter Brush einmal, den ich natürlich dafür verwende. Und als Highlighter verwende ich den Skin Glazing in der Farbe Ozone. Das ist auch so ein sehr natürlicher, subtiler Glow. Der irgendwie einfach, der sieht einfach schön aus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So ein Glow from below, nicht zu penetrant. Ne, aber auch nicht zu ultra subtil, man sieht ihn schon, aber es ist jetzt kein Highlighter, womit ich jetzt irgendwen erschrecken würde, wenn er mir über den Weg läuft. Das ist, ich mag den einfach. Den kannst du so lassen, den kannst du aber auch noch aufbauen, mag ich. Den beide mag ich, sowohl den Highlighter als auch den Pinsel. So, nun möchte ich natürlich meinem Gesicht noch eine gewisse,
Rahmengeschichte geben und das machen Augenbrauen immer. Ne? Da habe ich hier den Brow Divine in der Farbe Venus. Das ist ein Augenbrauenstift und den gibt es ja in super vielen schönen Farben. Ist ein schöner Blondton, aschiges Blond mit einer herausdrehbaren Mine auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Spoolie und damit gibt es jetzt hier einen Rahmen für die Augen. Ta-ta-ta-ta! Ich mag das einfach gerne, wenn ich ein Augenbrauenprodukt drauf habe, was meine Farbe trifft, womit ich schön arbeiten kann, wo ich nicht zu viel, nicht zu wenig Produkt bekomme. Ne? Ich habe jetzt kein Augenbrauengel von Nabla und habe dann einfach hier von Essence mit Merve dieses Lemonation-Style-Gedönsen verwendet, was sich mittlerweile hier unten so komisch abgesetzt hat. Und ich glaube, da ist auch nicht mehr ganz so gut. Aber ich verwende so lange, bis es nicht mehr geht, ne? Und jetzt möchte ich gerne natürlich zum Augenlook kommen. Ich habe mich jetzt ein bisschen intensiver auch von Nahem betrachten können und so, ne? Könnt ihr ja gleich, wenn ihr näher kommt, auch. Und ich muss sagen, meine Haut gefällt mir wirklich 1A. Richtig gut. Das, was mir halt nicht gefällt, sind die Problemzonen, die ich aktuell halt einfach habe, wo das Make-up nichts für kann. Ich habe eine super trockene Nase hier unten drunter, obwohl ich keinen Schnupfen habe. Manchmal habe ich das, meine Haut hält sich einfach. Ne? Ich habe ein paar Unreinheiten, die mir einfach ein bisschen Sorge bereiten, aber ansonsten sitzt das alles wirklich klasse in meinem Gesicht, auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht. Und als Lidschattenpalette verwende ich eine, die habe ich schon länger da, habe ich euch aber so in einem YouTube-Video noch gar nicht in Anwendung gezeigt. Diese Cutie-Paletten von Nabla sind sehr, sehr schön. Da habe ich jetzt hier die Analog-Palette. Da sind 6 Farben drin und die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Und das hier ist eine schöne, neutrale Palette. Man kann die auch ganz aufregend gestalten. Ich werde euch da jetzt einen wirklich langweiligen Look mit schminken, weil es geht jetzt ja eigentlich nicht um den Augenlook, ne? Aber die Schimmertöne sind halt so genial. Dieser Darkroom ist so ein ledriger Texturton, also der ist fast feucht, wenn man da reingeht. Sehr, sehr, sehr geil. Den kann man auch schön als Eyeliner verwenden, was ich gleich machen werde. Noise ist ein bisschen ein gröberer Schimmerton, aber nicht gröber im Sinne von, du hast da grobe Glitzerpigmente, sondern der ist irgendwie einfach, der ist ein bisschen derber, denn wenn ich diesen Overexposed und den 35mm mir angucke, sind die sehr foliert, ne? Da ist der ein bisschen anders. Ja, und dieser Camera Roll und Contact Sheet, das sind halt klassische matte Töne zum Verblenden. Ja, und daraus basteln wir jetzt einen schnellen Look. Ich verwende die Pinsel aus dem Ruby Augenpinsel-Set, die ich sehr cool finde. Übrigens auch 1A dafür geeignet, wenn die Nase juckt, dass man hier einfach mal so ein bisschen Abhilfe verschafft. Ja, okay, ich nehme jetzt einfach mal hier den Ton Contact Sheet. Sehr, sehr, sehr intensiv pigmentierte Töne. Das werdet ihr gleich auf dem Auge auch sehen. Und die sind aber, ne, da geht die Party dann natürlich sehr schnell sehr ab. Abgeklopft und so und trotzdem boom. Ne? Das ist halt echt schnell, dass man sich damit einen Look zaubern kann. Also wenn es schnell gehen muss und ihr mit der Palette vertraut seid, dann kann man damit innerhalb von Minuten einen schnellen To-Go-Look schminken. Mit so einem Point Brush nehme ich mir jetzt den Ton Camera Roll auf. Das ist dieser etwas dunklere matte Ton und den möchte ich mir dann gerne leicht an den unteren Wimpernkranz geben. Auch noch in meinem Außen-V hier so haben, um so eine ganz leichte Tiefe noch reinzugeben. Ne? Damit kann man auf jeden Fall noch schön was machen und Dimensionen reinbringen. Dann nehme ich mir jetzt diesen Shimmer-Tone Overexposed. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, Duochrome-Ton. Oh, der ist so samtig. Also kannst du wirklich am besten mit dem Finger machen, weil du da einfach mehr Kontrolle hast. Geht natürlich auch mit dem Pinsel. Ich mache es lieber mit dem Finger, denn der changiert so peachy gold. Also hat was von Nars Orgasm und der kommt auf mein komplettes bewegliches Lid einfach drauf. Such a beautiful Ton mag ich einfach gerne leiden, ne? Weil je nachdem wie das Licht dann drauf fällt, schimmert der dann halt so schön vor sich hin. Und jetzt nehme ich den Ton 35mm und verwende dafür aber den Point Brush, weil man dadurch einfach besser in den Innenwinkel reinkommt. Und den setze ich mir einfach hier in meinen Innenwinkel rein. Und auch als Augenbrauen-Highlight hier unter meinen Augenbrauenbogen. So schön, wie das alles zusammen harmoniert. Das passt halt einfach gut, ne? Und ja, jetzt möchte ich mir, wie angekündigt, noch ein bisschen Eyeliner ziehen. Da nehme ich mir dann natürlich einen Augenbrauenpinsel. Naja, eigentlich eher einen Eyeliner-Pinsel, aber gut, es ist eigentlich ein Augenbrauenpinsel, ne? Und gehe dann in den Ton Darkroom rein und ziehe mir damit jetzt so einen Eyeliner, eine Wimpernkranzverdichtung. Nenn es, wie du willst.
Aber immer dran denken, gut abklopfen, ne? Weil Pigment ist am Start. Auf jeden Fall ist das ein easy peasy tragbarer, schneller, schöner Look und den mag ich, ne? Ja, den Ton kann man natürlich auch schön als Eyeliner tragen. Man muss bei der Palette halt wirklich ein bisschen aufpassen mit Fallout und so, weil halt diese Pigmentierung sehr enorm ist. Aber der Look, der spricht für sich, mag ich einfach gerne leiden. Ich fixiere jetzt mein Gesicht mal ein bisschen. Dann nehme ich jetzt hier von How Cosmetics Indigo Child den Setting Skin Perfector. Ups, der steht aktuell halt auch bei mir auf dem Schminktisch, ne? Wer mich kennt und meinen Kanal auch schon ein bisschen verfolgt, der weiß, dass dieses Produkt dafür zuständig ist, dass meine Liebe zu Nabla erstmal so richtig angefeuert worden ist. Es war zwar eine Liebe auf den zweiten Blick, weil diese Mascara, die Vicious Mascara, anfangs nicht ganz so geil performen wollte, wie ich es gerne gehabt hätte, weil wenn du die frisch aufmachst, hast du enorm viel Produkt drin. Ist die so ein bisschen länger in Gebrauch, dann wird sie richtig geil. Ich bin jetzt hier am Ende des Monats. Ich verwende so eine Mascara oder generell Mascaren ja immer nur maximal einen Monat bis 6 Wochen. Länger verwende ich eine Mascara nicht, ne? Weil das nicht gut für die Augen ist. Da können halt schnell Augenentzündungen entstehen, Bakterien, Keime, bla. Und dann ist es halt immer am allergeilsten, muss ich wirklich sagen. Also das ist halt immer dieses, gerade am Ende ist sie so wundervoll. Und die haut das Allermeiste aus den Wimpern raus, was eine Mascara raushauen kann. Es ist ein wirklich unscheinbares Mini-Bürstchen, ein Gummibürstchen, was jetzt auch natürlich schon ein bisschen mitgenommen aussieht, ne? Und man denkt sich erst, was will die von mir, ne? Aber wenn die dann drauf ist, Leute, ihr seht es ja gleich, oh wow, die macht so schöne Sachen mit den Wimpern. Nicht reden drumrum, nicht Theorie, sondern Praxis, guckt euch das mal an. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Safe. Also den meisten hätte das in einer Schicht schon gereicht. Aber ihr kennt das von mir. Ich mache halt immer 3 Schichten, um euch dann auch wirklich den Vergleich zu zeigen, ne, wie es in 3 Schichten ist. Ich mag es halt gerne, wenn ich meine Wimpern doll tusche. Und ja, also tatsächlich kitzeln mich meine Wimpern jetzt auch hier an den Augenbrauen. Also das ist hammermäßig. Ich habe eine ganz lange Zeit das Grande Lash Wimpernserum ja verwendet. Und jetzt bin ich schwanger. Jetzt verwende ich natürlich keine hormonell wirksamen Produkte mehr. Dementsprechend halt auch nicht mehr das Grande Lash. Wenn ihr aber Bock drauf habt, krasse Wimpern zu haben, ist das schon ein Blick wert. Ich weiß nicht, ob es das aktuell bei Purish auch gibt, ob da auch aktuell mein Code sogar drauf gilt. Schaut da gerne mal vorbei. Also mir hat es auf jeden Fall, ja, krasse Wimpern gegeben. Ich hatte damals echt Schweinsaugenwimpern, also sehr, sehr kurze. Und es ist natürlich so, dass wenn man das absetzt, dass dann nicht von jetzt auf gleich alle Wimpern ausfallen. Außerdem ist es so, gerade jetzt in dem aktuellen Zeitpunkt meiner Schwangerschaft, dass meine Haare sehr, sehr intensiv wachsen. Also ne, ist das hier jetzt auch noch natürlich die natürlichen Hormone, die jetzt rauskommen. Aber diese Mascara ist auch der helle Wahnsinn, ihr wisst das. Ihr wisst das, wenn ihr mich schon länger guckt. Ja, nicht jeder macht das, ne? Nicht jeder macht das leiden. Ich mache das sehr gerne so leiden. Und für mich ist es halt wirklich so, da gucke ich mich doch gerne an mit solchen Wimpern, ne? Das ist fein. Und ich glänze und glowe und irgendwie fühle ich mich echt wohl. Aber jetzt kommen wir mal zu den Lippen. Ja, ne? Also mein Gesicht sieht echt gut aus. Also wir kommen natürlich gleich zum Fazit, aber ich glaube, der Primer macht da echt schon sehr, sehr viel Schönes auf meinem Gesicht und verträgt sich sehr gut mit der Foundation. Das ist ein schönes Gedönsen. So, Lippen. Da habe ich hier einen Lip Liner und zwar einmal in Close-Up Lip Shaper in der Farbe Nude Nummer 1. Den trage ich mir jetzt außenrum zu einmal auf, um da einfach mal so einen Rahmen zu schaffen. Das ist ein sehr, sehr cremiges, schönes Produkt, was ich gerne mag. Aber trotz dieser pupstrockener Lippen ist dieser, also das ist ein geiles Vieh. Das gleitet halt so schön drüber, ist aber trotzdem auf der anderen Seite sehr haltbar und kann ich euch einfach empfehlen. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die hellste müsste das sein, ne? Die Nude 1 drauf. Passt einfach auch jetzt sehr gut zu so einem Sommerlook. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu so einem Lip-Topping-Gedönsen. Das war letztens in der Purish Mystery Box drin. Bald gibt es wieder. Ne, seid gespannt. Nabla Shine Theory Lip Gloss habe ich in der Farbe Champagne Supernova hier. Der hat halt auch so Sparkles mit drin und wird hoffentlich jetzt auch sehr gut zu diesem Look passen. Mal gucken. Er passt auf jeden Fall gut zu dem Lip Liner. Das mag ich sehr gerne leiden gerade.
hat was von 90er-Jahren-Lippe, ne? Weil es außen so ein bisschen dunkler ist, aber ich mag das ja gerne leiden. Weil da jetzt ein bisschen was von dem Lip Liner dran gekommen ist, mache ich den das Füßchen immer am Handtuch neben mir sauber. Das sind mal weiße Zähne hier. Holla die Waldfee. Also ich sehe echt aus, als wäre ich jetzt gerade frisch aus dem Urlaub entsprungen, oder? Also die ganzen Produkte von Nabla, die ich jetzt im Gesicht habe, die sehen in Kombi halt hammermäßig aus. Und es ist ein bisschen teurer als Drogerie, aber ein bisschen günstiger als High-End. Das ist so ein Zwischending, würde ich sagen, ne? Von der Marke her. Also Nabla ist halt so zwischendingpreisig. Mir gefällt es aber sehr, sehr gut, weil du halt eine schöne Qualität bekommst für einen okayen Preis, ne? Also ihr seht es halt in meinem Gesicht, wie die jetzt in der Kombi aussehen. Mir gefällt es wirklich richtig, richtig gut. Also es gibt nichts, wo ich jetzt meckern würde, wo ich sagen würde, da fühle ich mich gerade überhaupt nicht wohl mit. Auf gar keinen Fall, ne? Das sieht schon ordentlich aus. Auch diese Primer-Geschichte muss ich natürlich noch mit anderen Foundations mal kombiniert ausprobieren. Finde sie jetzt aber auf den ersten Versuch sehr, sehr schön. Ich muss halt nur wirklich gucken, ob das vielleicht nicht doch irgendwie eine Krümel- oder Würstchenparty gibt, aber ne, das hat sie jetzt so noch nicht gemacht, deswegen alles tutti. Mir gefällt das Puder unheimlich gut. Mir gefallen natürlich diese ganzen Blush-Bronzer-Highlighter-Geschichten, die Augenbrauenviecher, die Lidschattenpalette und so. Das ist halt schon, ich könnte es fast meine Nabla-Favoriten nennen, dieses Video, ne? Weil hier wirklich nur Produkte auf meinem Gesicht sind, wo ich mich gerade pudelwohl mitfühle, wo ich gleich auch noch ein paar Videos zu drehen werde oder mitdrehen werde und die ich euch wirklich extrem empfehlen möchte. Schaut dazu gerne in der Infobox vorbei. Auf alles bis auf den Primer kriegt ihr die 15% Rabatt. Und wenn ihr Bock habt, den Primer mal auszuprobieren, bestellt ihn euch einfach mit. Es ist auch ein schönes Teil, der einfach schön harmoniert, ne? Wie gesagt, ich habe eine trockene, sensible Haut. Vielleicht wirkt das auf einer öligen Haut ein bisschen anders, das weiß ich natürlich nicht. Ich kann halt immer nur meine Meinung, meine Einschätzung euch mitgeben und ja, rede auch nichts jetzt immer positiv, nur weil ich eine Kooperation mit Purish habe. Das wisst ihr, wenn ich was nicht mag, sage ich euch das und deswegen, also da bin ich halt auch ehrlich und es ist auch richtig so, weil du kannst nicht jedes einzelne Produkt von einer bestimmten Marke mögen. Das heißt, ich mag auch nicht jede Cutie-Palette zum Beispiel, die blaue ist nicht ganz so meine Welt. Ich mag auch nicht jede Nabla-Palette. Da gibt es auch ein paar, die einfach für mich nicht funktioniert haben. Die etwas älteren Paletten von Nabla zum Beispiel sind nicht so ganz so meine Welt. Dafür aber super krass, die neuen Paletten, die einfach so schön sind, die Side-by-Side zum Beispiel, ne? Eine sehr, sehr schöne Qualität und du bekommst halt wirklich, wirklich was für dein Geld und kannst dich da auch einfach drüber freuen, muss ich wirklich gestehen. Und ja, das war es jetzt hier von mir und meinem Full-Face-Nabla-Video. Vielen, vielen Dank an Purish, dass ihr mir die Produkte teilweise zugeschickt habt und mir den Rabattcode zur Verfügung gestellt habt. Und jo, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!